Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Heute befinden wir uns wieder im schönen Tamriel und ja, wir machen jetzt bei unserer Quest weiter in Gradwald. Und zwar sind wir jetzt hier schon am Anfang vom Bereich. Allerdings müssen wir erstmal jemanden suchen, mit dem wir sprechen können. Ich meine mich zu erinnern... da ist noch was Schönes, was wir eben mitnehmen können. Was habt ihr denn damit vor? Und da sind Gegner. Moment, da hinten. Ne, da hinten, da ist der Umhang. Ich weiß aber, dass ich nicht zu den Gegnern muss, um weiterzukommen. Ne, da ist der Kreis aber zu Ende. Ach, Moment, da hinten ist dieses Aleiden. Dieses Symbol. Ich glaube, da mussten wir hin. Ist jetzt auch schon wieder so lange her, dass ich die hier gemacht habe. Ich hoffe, ja, das sieht gut aus. Es gibt so viel zu berichten, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am besten am Anfang. Noch eine Sucherin der Weisheit. Das Flackern in euren Augen verrät euch. Das Reliquiar der Sterne ist ein wunderbarer Fund, nicht wahr? Was ist so interessant an der Ruine? Nun, dass sie vor kurzem lebendig geworden ist. Obwohl erwacht ist, vielleicht der passendere Ausdruck wäre. Falls ihr mehr erfahren möchtet, eine meiner Kolleginnen von der Magiergilde leitet die Ausgrabung. Wenn ich es mir recht überlege, habe ich Laranalda oder ihre Assistenten schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Sollte euch das Sorgen machen? Ich schätze, es ist schon ein bisschen beunruhigend. Sagt mal, seid ihr vielleicht zufällig auf dem Weg in die Ruinen? Ich muss diesen Bericht fertigstellen. Aber wenn ihr nach Laranalda schauen könntet, würde mich das sehr beruhigen. Ich werde nach Laranalda schauen. Ich würde gerne mehr plaudern, aber ich muss diesen Bericht wirklich abschließen. Meine Freunde in der Magiergilde in Eldenwurz können es kaum erwarten, mehr von unseren Funden zu erfahren. Habt ihr von etwas gehört, das das Herz des Anumaril genannt wird? Ja, natürlich. Jeder Amateur in proto-aileidischer Literaturwissenschaft kennt es. Viele halten es nur für eine gespreizte Metapher, aber Laranalda glaubt, es läge irgendwo innerhalb dieser Ruine verborgen. Haha, wenn sie eine so vielversprechende Karriere unbedingt beenden möchte, bedeutet das nur mehr Geldmittel für den Rest von uns. Was meint ihr? Ich bin sicher, dass sie ihre lächerlichen Theorien viel besser erklären kann als ich. Okay. Der wirkt etwas extremst hochnäsig. Wieso kommt man hier nicht hoch? Den aktivieren wir mal. Ich glaube, da bekommt man irgendeinen Buff von. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Schau mal eben nach. Ja, genau. Gewährt 10 Minuten lang 10% mehr Leben. Ah! Das ist schön. Das nutzen wir doch direkt mal aus. Hallöchen! Du bist nicht die, mit der ich sprechen möchte. Alles gut. Die ist hier drin zu finden. Hallo, Mrs. Quest. Oh, hier ist auch noch was. Nehmen wir doch gerne mit. Wenn ihr euch an mich anschleichen wollt, habt ihr Konkurrenz. Diese fliegenden Bücher können wahnsinnig leise sein, wenn sie wollen. Die fliegenden Bücher schleichen sich an euch an? Manchmal sogar in Paaren. Sie klappen einem neben dem Ohr zu und flattern dann davon. Es scheint, als sei die halbe Bibliothek darauf aus, uns zu quälen, seit wir die Schutzzauber ausgelöst haben. Ich habe versucht, die Dinge zu beruhigen, aber ohne meine Assistenten geht es nur langsam voran. Wo sind eure Assistenten? Tedrüni ist los, um die Fleischgärten zu erkunden. Als die Schutzzauber brachen, habe ich Behilir losgeschickt, um ihn zurückzuholen. Keiner von beiden ist wiedergekommen. Gemäß der Vorschriften der Magiergilde muss ich hierbleiben, bis Hilfe kommt. Ich hoffe sehr, dass ihr diese Hilfe seid. Ich werde eure Assistenten finden. Seid vorsichtig da draußen. Diese Bücher sind harmlos genug, aber sie sind nicht die einzigen, die durch die Dunkelheit huschen. Was meint ihr? Alles war ruhig, als wir ankamen, aber Knochen und anderer Unrat verschmutzten die Hallen. Da die Schutzzauber nun gebrochen sind, würde es mich nicht überraschen, wenn hier jetzt mehr als nur Bücher durch die Gegend streifen.
Warum ist die Magiergilde in das Requiliar der Sterne gekommen? Die Geheimnisse des Reliquiars der Sterne wurden schon vor langer Zeit aufgedeckt. Bis auf eines. Unfassbare Mengen an Magika zirkulierten durch seine Mauern, selbst als die Ruinen noch dahin schlummerten. Bis vor kurzem hielt man dies für eine Besonderheit im Bau. Was hat sich verändert? Das geht alles auf Anomaril zurück, einen der größten aileidischen Architekten der ersten Ära. Er baute das große Siegel von Belarata und das Planetarium in Eldenwurz. Dann entdeckten wir unlängst Beweise, dass er auch die Archive im Reliquiar der Sterne gebaut hat. Was ist so interessant daran? Anomaril steckte sein Herz in diese Arbeit. Wortwörtlich, wenn man den Geschichten Glauben schenken mag. Es versorgte das Planetarium in Eldenwurz mit Energie, bis es verloren ging. Das ist die Energiequelle hier, versteht ihr? Sie wollten wir bergen. Denkt doch nur daran, wofür man sie alles einsetzen könnte. Ich suche nach dem Herz von Anomaril. Ist das so? Die Magiergilde hat beim Hof von König Camoran Eradan monatelang eine Petition nach der anderen eingereicht, bis wir endlich eine Grabungserlaubnis erhielten. Und nun möchtet ihr hier einfach durchspazieren und das Herz von Anomaril selbst einsammeln. Was wollt ihr denn überhaupt damit anfangen? Königin Iron braucht es für ihre Bestätigungszeremonie. Oh, ich schätze, das ist ein ziemlich guter Grund. Wir haben die Ruinen von oben bis unten durchkämmt und dabei nicht einmal ein klitzekleines Funkeln gesehen. Aber wenn wir es finden, wäre die Magiergilde mehr als bereit, Königin Iron zu helfen. Das hört man doch immer wieder gerne. Wir gehen jetzt erstmal. Übrigens, wenn ihr noch ein bisschen leveln wollt, dann könnt ihr nämlich hier die Bücherregale alle schön durchlesen. Das erspare ich euch jetzt mal. Wir gehen jetzt erst einmal geradeaus. Ich wollte zwar woanders hin, aber dann gehen wir erstmal hier hin. Eine weitere Bittstellerin, so kurz nach dem letzten. Aber wenn es stillhalten würde, könnte ich sein Abbild einfangen. So viele Fleischlinge laufen durch die Hallen. Solch aufsässige Kreaturen. Ihr scheint ein feines Exemplar zu sein. Ich denke nicht, dass ich eines eurer Art in meinem Garten habe. Ich bin auf der Suche nach Tedrini. Oh, und es spricht. Ich habe gerade Tedrini fertiggestellt. Eines meiner besten Werke, wenn ich das so unter uns erwähnen darf, obwohl ihr wohl kaum die Feinheiten zu schätzen wissen würdet. Wie kriege ich ihn aus euren Garten? Nun, ihr müsst mich unterhalten. Es gibt in den Gärten verschiedene Truhen. Ich habe die Seele eures Freundes in eine von ihnen getan. Seht zu, ob ihr sie finden könnt, ehe mein Gefolge euch in Stücke reißt. Wer seid ihr? Die Behüterin. Ich schütze alles vor dem Zahn der Zeit. Bei Schriftrollen und Büchern ist das einfach, aber bei den Aileiden selbst. Zuerst haben sie sich gewehrt, aber mit der Zeit haben sie es dann doch eingesehen. Schaut euch doch nur einmal um. Diese Statuen sind Aileiden? Es waren sie einmal. Es ist recht einfach, einen Körper in Stein zu verwandeln. Der Trick dabei ist, den Verstand heil zu lassen. Wenn sie sich nicht schon vor so vielen Jahren dauerhaft niedergelassen hätten, würde ich euch ja meinen ehemaligen Gebietern vorstellen. Wie schade. Ihr seht aus wie ein Geist. Wohl kaum. Meine Gebieter stellten fest, dass es mit gewissen Schwierigkeiten verbunden ist, mich frei durch diesen Ort streifen zu lassen. Daher haben sie mich von meinem Körper getrennt. In dieser Form kann ich zwar hingehen, wo immer ich möchte, aber ich kann nichts berühren. Das ist ziemlich ärgerlich. Ja, das können Geister in der Regel auch nicht. Ja, dann suchen wir doch mal die Seele. Moment, hier vorne. Ne, das sind verschiedene, die wir öffnen können. Wir fangen mal ganz hinten an. Das ist nicht ganz hinten, da ist noch ein ganz hinten. Dann fangen wir mal wirklich ganz hinten an. So. Da. Oh,
Okay. Dann brauchen wir den Rest gar nicht mehr zu machen. Dann können wir direkt schon mal rüber. So, diese Statue eines männlichen Elfen ist deutlich weniger verschlissen als die anderen. Den Edelstein der Tedrynis-Seele erhält gegen die Stirn drücken. Ihr hinterhältiger Schleimklumpen! Ihr werdet den Tag noch bereuen, an dem... Was? Ihr seid nicht... Und ich bin... Was ist geschehen? Ukai-Zai hat euch in eine Statue verwandelt. Ukai-Zai. Oder so. Woher kenne ich diesen Namen? Vielleicht... Nein, ich habe es vergessen. Halt! Wo ist Laranalda? Sie ist in eurem Lager. Sie hat mich geschickt, um euch zu finden. Ich... Gut, das ist gut. Dann ist also nicht allzu viel Zeit vergangen. Ich sollte wirklich zurück und erst einmal wieder ordentlich zur Besinnung kommen. Sorgt euch nicht um mich. Ich kenne den Weg zurück. Behelia wird immer noch vermisst. War er nicht wieder im Lager? Ich schätze, Laranalda könnte wissen, wo er hin ist. Der geht doch aber auch wirklich ständig verloren. Okay. Gut, wenn er ständig verloren geht, dann müssen wir ihn halt wiederfinden, ne? Dann würde ich sagen, wir gehen mal direkt hier hinten durch. Das wird nämlich jetzt angezeigt. Ob das jetzt kürzer ist, keine Ahnung. Man kann ja auch von unten, von vorne durch. Na komm. Ja, da müssen wir hin. Also, für diejenigen, die sich jetzt fragen, was sich geändert hat mit dem Update, es hat jetzt alles leider so ein Gefühl, als ob man auf Wett läuft. Man braucht 2 Stunden, bis man hier erstmal, das ist natürlich übertrieben ausgedrückt, bis man hier erstmal so einen Gegner down hat. Das ist schon ziemlich nervig mittlerweile. Hier ist noch ein Brief. Ein zerbrochenes Stück Metall liegt auf einem uralten Brief. Mein Geliebter, ich ertrage es nicht länger. Obgleich ich euch von mir stieß, verzehrt sich mein Herz nach euch. Derlei Worte laut auszusprechen wäre ein Frevel, und daher schreibe ich sie hier in der Hoffnung nieder, dass sie den Weg zu euch finden mögen. Findet meine zweite Seite, und ihr werdet den Gefährten finden. Das Stück Metall und den Brief nehmen. Findet meine zweite Seite. Meine ich jetzt das Metall? Zweite Hälfte des Briefs. Achso. Ich habe mir das Stück jetzt gar nicht angeguckt gerade. Dachchen, Moment, hier ist noch was. Verdammter Xaxis, ich weiß, ich hätte nicht... Oh, noch eine. Weg, ich will das lesen. Wenn ihr mich wirklich liebt, so wie ihr es immer sagt, dann kommt zu mir. Ich werde auf euch warten, wenn nötig, für immer. Ein Stück von mir wartet auf euch, freigegeben von diesen Freunden aus Metall. Sucht nach der silbernen Truhe. So, diesen Herzschmerz musste ich jetzt erstmal... Dich hole ich gleich, ja? Also dich mache ich gleich frei. Ich muss jetzt erstmal diese Herzschmerzsache hier beenden. Das kann ja nicht sein... Oh je, was bist du denn für einer? Guten Tag. Kann ja nicht sein, dass hier ewig... ich habe einen Tank. Der steht gerade auf der anderen Seite. Ja, genau. Dankeschön. Der hat ja gut getankt hier. So. Folget der Stimme. Oh nein, wir hätten vielleicht doch lieber erstmal den einen freilassen sollen. Warum kommst du nicht zu mir, Liebster? Weil ich gerade nicht kann. Achso, ich bin ja auch nicht der Liebste. Moment, wir gehen hier rum. Ach, du stehst im Weg. Merkst du das nicht? Nein, da hinten lief was. Hallo. Ihr haltet meine Haarlocke, aber dennoch seid ihr nicht er. Warum den Worten eines anderen folgen? Bringt ihr eine Nachricht von ihm? Ist er verspätet? Nein. Euer Geliebter ist schon lange tot. Oh nein. Ich hatte gehofft, wir würden uns noch ein letztes Mal umarmen, ehe meine Stimme uns den Tod bringt. Doch während ich auf ihn wartete, flüsterte ich laut seinen Namen.
Genügte das, um den Fels einstürzen zu lassen? Ich sollte jetzt gehen. Eigentlich hatte ich gehofft, dass wir ihr mehr helfen können. Aber zumindest könnten wir ihr sagen, dass ihr Liebster gestorben ist. Was nicht unbedingt das Schönste ist, was wir ihr sagen konnten. Aber Tachchen, ich bin wieder da. Ich weiß, ich hätte nicht... Oh, noch eine. Nein, nein, ich bin die gleiche. Hallo? Ihr seid keine Illusion, nicht wahr? Nein. Laranalda hat mich geschickt, um euch zu finden. Den Sternen sei Dank! Ihr müsst mich hier rausholen! Anscheinend habe ich eine alte Falle ausgelöst. Hm. Aber ich glaube, ich habe herausgefunden, wie die Energie in diesen merkwürdigen Lichtern gelenkt wird und wie man genau das gegen sie verwenden kann. Wie wollt ihr das anstellen? Als ich erst einmal gefangen war, kamen Kreaturen von oben, die über und über mit Augen und Tentakeln bedeckt waren. Sie verstärkten die Halterungen mit verderbter Energie, die aus ihren größten Augen strömte. Diese Augen sind der Schlüssel. Entfernt eines und verwendet es, um die Lichter neu zu fokussieren. Das sollte Wirkung zeigen. Was für Kreaturen sind das? Ich weiß es nicht. Daedra vielleicht? Die Grauen aus dem Reich des Vergessens sind nicht mein Fachgebiet. Ihr werdet diese fliegenden Bestien schon erkennen, wenn ihr sie seht. Sie haben viele Tentakel und wirken recht wendig, wie ein Netz, aber eben über und über mit Augen bedeckt. Ja, also ich gehe mal stark davon aus, dass der diese Beobachter meint, die ich gerade schon getötet habe. Moment, da waren aber, glaube ich, nicht so viele. Da sind wir hergekommen. Hier, glaube ich, waren noch ein, zwei Beobachter, die wir noch machen könnten. Oh, Moment, da ist noch was. Der erste Brief. Den hatten wir doch schon. Hallöchen, ich brauche dein Auge. Komm zu mir. Denke. Dankeschön. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Sag mal, hätte mir auch vorher sagen können, dass der auftaucht. So geht das nicht hier. So. Probieren wir das mal. Verdammter Xaxis! Ich weiß, ich hätte nicht... Oh, noch eine. Nein, nicht noch eine. Ich bin die, die schon zweimal hier war. Wir haben gerade miteinander gesprochen. Hallo? Ah, meine Arme. Ich dachte, sie würden abfallen. Ich bin froh, dass der Augapfel es wert war. Es ist so gut, wenn eine Theorie in der Praxis funktioniert, wisst ihr? Ihr wart nicht sicher, ob das tatsächlich klappen würde? Ich war mir sicher, dass es eine gute Theorie ist. Alles Teil des wissenschaftlichen Arbeitens, meine Freundin. Aber kümmert euch nicht weiter darum. Ich sollte euch für meine rechtzeitige Rettung danken. Ich werde mich zurück zu unserem Lager aufmachen. Ich kann es kaum abwarten, Laranalda zu erzählen, was hier geschehen ist. Ja, ich auch nicht. Okay, dann gehen wir den gleichen Weg, glaube ich, jetzt hier nochmal zurück. Genau. Nee. Moment, da kann ich gar nicht zurück, okay. Ah, dann gehen wir einen anderen Weg zurück. Hallo? Ist er das jetzt hier? Ausschwärmen. Das ist er. Das ist ja krass. Was zieht er denn hier bitte für eine Spur hinter sich her? So. Laranalda. Ach, gut. Alle sind zurück an einem Ort. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich habe eure Assistenten gerettet. Und keinen Moment zu früh. Mir ist es gelungen, einen der Folianten zu bändigen. Er hat sich als äußerst aufschlussreich herausgestellt.
Das Reliquiar der Sterne wurde erschaffen, um Wissen zu bewahren. Das war uns bereits bekannt. Doch das Buch spricht von einer tieferen Ebene, die vom Rest der Ruine abgetrennt ist. Ich hatte schon vermutet, dass das Herz von Anomaril irgendwo in dieser Ruine versteckt ist. Und jetzt weiß ich auch wo. Wo ist es? Falls man dieser Inschrift trauen kann, liegt der Eingang irgendwo in der Halle der Macht. Doch da ist noch etwas anderes. Würdet ihr mich begleiten? In Ordnung. Danke. Ted Rooney verhält sich seit seiner Rückkehr ziemlich unberechenbar. Was heißt das? Laranalda spricht mit mir. Das müsste weit genug sein. Als ihr nach meinen Assistenten gesucht habt, saht ihr da noch jemanden? Ein intelligentes Wesen, meine ich. Spektren zählen nicht. Es gab eine Dedra namens Ukai-Zai, wie auch immer ich sie aussprechen soll, in den Fleischgärten. Verdammt! Genau das hatte ich befürchtet. Das Buch erwähnt sie ausdrücklich als eine Art Bewahrerin. Ihre Spezialität war... Nun, das kann man kaum sanft umschreiben. Sie kontrollierte den Geist anderer. Offenbar hatten selbst die Eileiden Angst vor ihr. Glaubt ihr, dass sie euren Assistenten kontrolliert? Gut möglich. Ted Rooney ist nicht mehr derselbe, seit er zurück ist. Für gewöhnlich ist er sehr eifrig bei seinen Studien, aber jetzt wirkt er ganz in sich zurückgezogen. Es ist regelrecht bedrückend, ihn so sehr leiden zu sehen. Was wollt ihr denn dagegen unternehmen? Ich würde gern ein paar einfache Tests auf dädrischen Einfluss durchführen. Könnt ihr in der Zwischenzeit Behelir mitnehmen, um nach der Halle der Macht zu suchen? Ich vermute, dass das Herz von Anomaril innerhalb ihrer Mauern liegt. In Ordnung. Wunderbar. Wenn dieser Foliant hier recht hat, gibt es einen Geheimgang in der Bibliothek. Ich bin sicher, ihr und Behelir werdet ihn schon finden. Ich habe meinen Namen gehört. Was braucht ihr? Behelir, unsere Freundin benötigt eure Hilfe in der Halle der Macht. Nicht wirklich. Die Halle der Macht? Ihr glaubt also, wir haben es gefunden? Aufregend. Geht voraus, meine Freundin. Ja, mach ich. Hier rum, ne? Ja. Warum lassen Sie uns nicht einfach in Ruhe? Ich weiß nicht, weil die keine Lust haben, von mir zu verschwinden, nehme ich mal an. Gute Arbeit! So, ich würde sagen... Hallo, was macht ihr jetzt? Für den Ruhm! Du siehst mich nicht. Das sieht gut aus. Das schwarze Jahr. Der sieht mich wirklich nicht anscheinend. Das Überbleibsel Kyrutz. So, wir nehmen jetzt mal die ganzen Bücher. Es muss hier irgendwo hier mit. Sein. Ah, da ist noch eins. Die Hüterin des Folianten, der Folianten, auch gut. Hier drüben, aus diesem Bücherregal kommt ein Luftzug. Das könnte daran liegen, dass es nicht wie ein Bücherregal aussieht. Keine Ahnung. Mitte, 1, 2, 3. Er zittert kurz. Ihr habt es geschafft. Ah. Das ist übrigens... Das Herz von Anomaril. Ich hätte nie gedacht, dass ich es einmal selbst in den Händen halten würde. Nun, Marionettenhände zählen schon als meine Hände. Diese Macht so erlesen, ich muss mich bei euch bedanken. Aber jetzt muss ich Behelir spazieren führen. Mal sehen, wie schnell sie rennen kann.
Es ist ein R, das ist ja schon klar, ne? Was ich eigentlich sagen wollte, das ist sehr oft das Rätsel, also das Rätselslösung, dass man erst das zweite nimmt, dann das erste, dann das dritte. Mut bringt den Sieg. Das ist ehrlich gesagt immer das, womit ich als erstes anfange. Ich bin fast frei nach all diesen Jahren. So, Moment, sie ist da hinten, genau. Ein Kampf? Gut. Sobald ich meinen Körper zurück habe, wird sie schmerzlich leiden. Ich werde sie alle leiden lassen. Ich habe dafür keine Zeit. Ich auch nicht. Das ist ja wirklich zu einfach. Behelia, was macht ihr denn da? Er läuft weg. Was ist geschehen? Warum klang Behelia so seltsam? Das Viech mit dem komischen Namen kontrolliert ihn. Sie hat das Herz von Unamaril. Behelia hat die Vermutung geäußert, dass Tedrini unter ihrer Kontrolle steht. Eine Ablenkung, noch dazu eine, die ich hätte durchschauen müssen. Aber wenn Ukesai das Herz von Unamaril hat, dann kann sie es benutzen, um ihren Geist mit ihrem Körper zu vereinen. Wir müssen es zurückbekommen. Habt ihr gesehen, wo sie hin ist? Durch die Tür. Wir konnten sie nicht öffnen und wir wissen nicht, wohin sie führt. Schnell, ihr nach. Ich werde versuchen, die Schutzzauber hier wiederherzustellen, falls ihr versagen solltet. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Daedra mit dem Herzen von Unamaril Chaos stiftet. Ja, es ist ja schön, dass sie an daran denkt, was alles Schlimmes passieren kann, aber dass sie mir nicht zutraut, dass ich das hinkriege, das macht mich schon ein wenig traurig. Okay, sei. Ich weiß jetzt, wie du ausgesprochen wirst. Mit einer letzten Anstrengung? Ja, es funktioniert. Ich spüre es. So, das Herz haben wir schon mal. Jetzt müssen wir sie noch besiegen und irgendwie rauskommen. Wo ist das scheußliche Ding? Es sollte... Ihr schon wieder? Was? Was geht hier vor sich? Oh. Das war's schon? Kommt und holt uns doch! Müsst ihr schon mehr zu bieten haben. Habe ich, keine Sorge. Es ist so ätzend, dass man ihn nicht einfach runterwirft. Dass ich so schnell besiegt bin? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man damals die Bücher nicht mit einem Schlag machen konnte. Das war's für dich. So. Einmal raus. Achso, da ist sie. Ihr. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr es lebend schaffen würdet. Ukesai allein muss schrecklich gewesen sein. Mit dem Herzen von Unamaril in ihren Händen kann ich es mir kaum vorstellen. Ihr habt es, nicht wahr? Ja, ich habe es hier. Wunderbar. Als die ganzen fliegenden Bücher abstürzten, wusste ich schon, dass es nicht mehr in den Ruinen sein konnte. Ich bringe es gemäß unserer Abmachung mit dem König zur Magiergilde in Eldenwurz zurück. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass die Daedra es dort finden. Es muss für König Kamoran
AE-Radaren unverzüglich in das Planetarium gebracht werden. Nun gut, dann möchten Sie diese Sache wohl tatsächlich in Angriff nehmen, ja? Ich würde mein eigenes Gewicht in Gold zahlen, um das Planetarium in Betrieb zu sehen. Ich werde persönlich sicherstellen, dass es wohlbehalten dort ankommt. Seid unbesorgt. Was werdet ihr jetzt tun? Nachdem ich es zum Planetarium zurückgebracht habe? Vielleicht kann ich seine Eigenschaften untersuchen, sobald die Zeremonie abgeschlossen ist. Natürlich nur, wenn die Königin es mir gestattet. Ich bin niemand, der sich einer Monarchin in den Weg stellen würde. Ja, und wir haben ein Skalpell bzw. ein zweihändiges Schwert bekommen vom Grünen Pakt. Sehr schön. Ja. Sie läuft nun dahin und für uns ist das Ganze dann erstmal heute zu Ende. Wir haben unsere Aufgabe erledigt und in der nächsten Folge werden wir dann noch den dritten Teil machen. Ich glaube, das war Rajins Umhang oder wie das ausgesprochen wird. Den werden wir dann noch holen und dann in der Folge danach geht's ab ins Planetarium. Bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao!